Wo bin ich? Was mache ich hier? Entschuldigung, was sagen Sie? Können Sie einmal zum Beifahrerfenster kommen? Hallo! Hi, grüß dich, alles gut? Ja! Musst du irgendwo hin? Ja, ich muss landen! Du musst landen? Ja! Wie landen? Landen! Du fliegst doch gar nicht! Ich hab hier so einen alten Ofen. Kokain! Das muss so random für ihn sein, wenn er so nackt der Opa auf einmal kommt und sagt, ich muss landen. Ich muss zum Metro, da sind meine Autos. Ein Taxi ist nicht da. Fliege ich. Junge Hans! Hallo! Was hast du dir da schon wieder besorgt? Nette Frauen. Dankung! Ist frisch draußen! Ja, das sieht gut aus. Bist du fahren? Ja. Oh, hier kommt Beifahrersitz. Den habe ich mir gehört, damit ich die Stadt schöner machen kann. Ui. Ja, das kannst du auf jeden Fall besser als dein Sohn. Ja. Der macht genau im Gegenteil. Da hat mir meine Sitzecke geklaut. Nur weil ich ihn abgeschossen habe. Wie frech! Ja, richtig frech, ne? Alter, Bruderherz, was hast denn du da für eine Karre? Danke, Hans. Bitte, ich mach die Stadt jetzt schöner. Wenn du wieder Hilfe brauchst, willst du mal nur fahren? Ja, wieder oh, ich darf nicht zurückfahren, sonst bist du Mettwurst. Oh. Ich melde mich. Hast du meine Nummer? Du siehst das Pärchenknall, wenn ich Hilfe brauch. Die Stadt muss schöner werden! Die Stadt muss schöner werden! Die Stadt muss schöner werden! Ich bin mit! Willst du mit? Ich weiß auch, dass ich abhöre. Abfahrt! Hallo, ich bin Hans! Hallo! Die Stadt muss schöner werden! Mit wem spreche ich denn? Ich bin da! Let's go! Oh, wie schnell kann das nicht? Alter, klingt ja geil. Der klingt so cool. Wie schnell du die aber auch abziehst, das ist der Wahnsinn. Weil die nur alle so doof sind. Ja. Oh, den habe ich nicht gesehen. Ja, ich darf wohl schöner werden. Die Stadt muss schöner werden. Die dürfen da nicht parken. Wollen wir tanken? Tanken? Es entspannt sich nicht dabei, das Radio zu hören. Hier ist mein Speicher! Nee. Hallo! Kannst du bei jedem Schall selber einstellen? Der fährt einfach hinten drauf. Willst du Geld von mir haben? Nein! Dann halt ihn hier an! Okay, ich möchte Geld von Ihnen haben. Taschengeld! Hier sind Dollarscheine! Ja, ist nicht schlimm. Au! Dollarreifen! Dann kann es sein. Bring dir das Stoppschild ab für alle! Jeez. Das ist meine Monster-Truck-Show! Weg!
Gott! Oder wie die Scheiße heißt. Schleimertrauma. Ach, ja, auch du dabei bist, kann ich mir ja denken können. Wie, was hab ich denn jetzt damit zu tun? Ja, wenn irgendwo Kacke ist, dann bist du immer am Arsch da. Ja, ich zieh mir erstmal durch jetzt. Hans? Ja? Was hab ich denn jetzt bekommen? Die hast du eine Möglichkeit, dich zu infizieren? Ja? Ja? Die Nase verlegen. Würdest du mir das einmal bitte geben? Ich bin Hans. Ja, und dein Nachname? Fischer. Wer hätt's gedacht? Ich sag dir so, wie es ist. Mochte den fest in die Feuer. Nein, bevor das... Und du meinst, Fischer, noch 7 Jahre und ich bin 100! Wie viele Jahre noch? 7. Oh. Da war ein Blackout. Oh, da warst du doll gelacht. Das hat man gehört. Hat man das nicht gesehen? Hat man gesehen, wie der Geist so... Bringen Sie sich aber um, dass ich in Ihrer Info... Was soll das? Roboter, ich machen Sie! SIM-Karte. Ich durchsuche Sie. Warum? Ich will nicht! Lassen Sie mein Hemd an! Der hat mich ausgezogen! Warum ist der nackt? Warum ist der nackt? Der hat sich ausgezogen! Warum ist hier so erotisches Licht? Wie haben Sie wie waren Ihr Sohn so in seiner Kindheit? Wie haben Sie den so erzogen? So? Ich hab den nicht erzogen! Lausbube! Was? Nochmal bitte. Das ist... Brechdachs. Wer? Ja. Mein Sohn. Ah. Nein. Doch. Nein, das hast du doch gar nicht. Ich war mit da. Zusammen. Ausschließlich. Alles gut. Sind Sie verletzt? Ich hab ein bisschen Träumerstauber. Hä? Was ist denn? Wir haben einen Schwarzwälder gekauft. Das war nicht lecker. War nicht lecker? Nein. Wissen Sie, was Sie nicht denken? Wenn ich jetzt da längst wegrenne! Moment, weiß ich nicht. Gut, komm mal. Hab ich vor irgendwas? Ja, können Sie was zu Ihrer Irrfahrt sagen? Ja! Verfragst du jemand, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? An ihm! Kenn ihn schon ewig, dann ist ein super Junge. Was? Ja. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Hallo, hast du mich raten, der ist auf Ostersonntag immer runtergeflogen? War das klein, das ist jetzt das gefällt passiert, mir. Oder? Zerg, geben Sie ein Statement ab. Warum haben Sie das getan? Die Stadt muss schöner werden. Die Stadt muss schöner werden. Sieh nie das Schild auf, will euch an euch. Nie wieder schöner. Und mir ist langweilig. Ja, deswegen bin ich auch tatsächlich nur eingestiegen. Aber vor allen Dingen... Ja. Vor allen Dingen. Ja gut, Jungs, ne, wir sehen uns. Habt euch... Oh. Gut, mein Jungs! Nein! TF, einmal südlich... Ich lebe! Ich lebe gut! Ich glaube, jetzt brauchen wir medizinische Versorgung. Doktor! Ja? Ich schwimme meinen Fuß nicht mehr. Ihren Fuß nicht mehr, okay. Ich, wieso kann ich nicht aufstehen? Ja, Sie können nicht aufstehen. Okay. Ich bin alle auf dem Pest hier. Das hat komisch geknackt im Rücken. Au. Wir müssen einmal im Krankenhaus gucken, was mit Ihrem Rücken los ist. Wieso? Kann ich nicht aufstehen? Ich will raus. Ich möchte Ihnen das schön verständlich machen.
Ich kriege jetzt nicht sprechen, meine Füße sollen wieder funktionieren. Das ist in dem Fall die schlechte Nachricht, die ich Ihnen überbringen muss. Ich befürchte, dass es ein irreparabler Schaden sein wird. Was heißt irreparabel? Bedeutet, dass wir an diesem Schaden keinerlei Chancen haben, diesen zu richten. Herr Fischer? Hallo, Herr Fischer. Ich will wieder gehen! Ich muss weggehen! Herr Fischer, wir haben darüber gesprochen. Ich will euch nicht hören! Ich weiß, dass Sie es nicht hören möchten, aber es hilft nichts, wenn ich versuche, das zu beschönigen. Wir gucken dann, dass Sie, dass wir eine Lösung finden, wie Sie zurechtkommen mit sich selbst. Ich kann das! Morgen kann ich wieder gehen! Wann können Sie wieder gehen? Morgen! Morgen? Ja, genau! Hat Ihnen das der Arzt gesagt? Nein, der sagt nie wieder! Der sagt nie wieder? Und woher wissen Sie, dass Sie morgen wieder gehen können? Ich das weiß. Ich kann das morgen. Herr Fischer? Okay. Ja! Ich drücke Ihnen mal meinen Finger leicht in die Seite rein, in Ihre Hüfte. Spüren Sie das? Nie, aber morgen! Ich gehe immer weiter hoch. Sagen Sie, wenn Sie es spüren? Jetzt. Okay. Herr Fischer, gibt es irgendwen, den wir informieren sollen, wie es Ihnen geht? Nee. Waren Sie schon mal in einem Rollstuhl? Ja. Also Sie kommen damit prinzipiell zurecht. Ich schaff das schon. Sagen Sie das nicht so, so leicht. Das ist ne, schon eine Herausforderung im Rollstuhl. Ich kann laufen, ich kann das. Oh Gott. Herr Fischer, komm auf drei. Wieder hoch. Eins, zwei, drei. Nein! Herr Fischer! Ich will wieder laufen! Herr Fischer! Ich will wieder laufen! Herr Fischer! Hallo! Herr Fischer! Ich hab gesagt, ich hab Hunger und Durst! Aua! Ich hab Ihnen gerade gegeben, Herr Fischer! Kann ich meine Zeit wieder haben? Ich geb Ihnen das wieder, das brauchen Sie noch, wenn Sie die Zeit hier vertreiben wollen. Du sollst mach die Bremse ziehen, los! Wieder. So, Herr Fischer. Mach die Jungs einfach fest. Japanung fortsetzen. Ich bin immer der Knochenlose! Herr Fischer. Aua. Warum habt ihr die Bremse denn schon wieder losgemacht? Die haben wir nicht losgemacht, aber die sind nicht stark genug. Ach so! Hab ich nicht verstanden. Das sollte an Klaus gehen! Ich wollte dir sogar helfen und deine erste. Nimm den Stock aus dem Speicher! Ich hab den Schlagstock zwischen die Speicher und Emmin fest, dann können sie nicht mehr fahren. Verdammt! Ja, oh shit, der hat den Schlagschatten rausgezogen. Keine Kontrolle mehr. Schlagschatten rausgezogen. Oh. Rolli, aua! Herr Fischer, geben Sie mir den Schlagschock zurück. Herr Fischer? Geben Sie mir den Schlagschock wieder. Du Arschloch! Herr Fischer! Du bist schuld! Also klemm die Zeitung einmal dazwischen, den kann man nicht mehr fahren. Na gut, ich klemm die Zeitung da jetzt dazwischen. Das Kraus, ich will das nicht! Ey, tat das weh? Fischer, hören Sie auf, Kollegen mit Zeitung abzuwerfen. Hören Sie auf, mit Zeitung auf den Rollstuhl zu werfen, das geht gar nicht. Ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht was. Ich kann nicht was hören. Wenn durch die Straßen fahren. Keine Zeitung in der Speiche! Jetzt habe ich Kopfschmerzen. Naja, Herr Fischer ist für immer was, an diesen Rollstuhl gefesselt. Für immer? Ja. Nee, morgen gehe ich wieder. Die Ärzte in EMS haben gesagt, ist vorbei damit. Oh je. Und wir wissen nicht, ob das Date barrierefrei genug ist für ihn. Ganz besonders, dass es sein erster Abend damit ist. Hat mir da schon jemand wieder was reingeschnitten? Wohnsitz, wo den, wir sind digital, keine Printmedien! Herr Fischer, lassen Sie das. Ich hab nicht wirklich... Herr Fischer, könnten Sie bitte aufhören, die Akten auseinanderzubringen? Der arme Rookie. Der arme Rookie, der das wieder sortieren muss. Alles gut, der Rookie hat das verdient. Insgesamt, wenn Sie die Geldstrafe nicht zahlen, wären wir bei 21,65 Hafteinheiten. Ja. Soll ich das für euch Minuten umrechnen oder macht ihr das selber? Ja, jetzt.
Herr Fischer, lass mich die Akten in Ruhe. Ich schreibe die Akte fertig. Ja. Ja, ich will trotzdem schlafen. Die ist ja jetzt am Megafon gekommen. Die Katze, Müde! Hallo! Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei! Nein, das ist wieso hat er noch das Megafon in der Hand? Okay. Herr Fischer. Aua. Aua. Oh Gott. Herr Fischer. Beiseite! Ich brich dich auf! Ich will hier nicht rein! Nimm ihm das von. Nimm ihm das von. Ich zieh die Bremse. Ich dribbel ihn einfach auf und setz mich auf die Stühle. Jetzt her! Gibt's doch nicht! Gib das Ding jetzt! Mein Megafon! So, ich schieb's zurück zur Gruppe. Die Birkenstocks sind gut. Das, was ich nicht mitgekriegt hab, wie ich da hinten war, hab ich dem Chef was aus dem Regal geholt! Kommen Sie mit, Herr Fischer. Einmal dem SAP-Beamten hinterher. Ich weiß nicht mehr, wie lang. Ich schiebe ihn. Das wird jetzt sehr schwer. Ich schaff das! Das schaffen Sie schon, warten Sie. Ach, der Anschwung? Mit Anlauf. Ich glaube rückwärts, es geht besser. Haben wir... Klaus! Das kommt... Bau mir eine Rampe mit einem Tisch! Entschuldigung. Oua. Entschuldigung, ich hab doch keine Augen im Hinterkopf, ist doch kein Videospiel. Ich hab gedacht, Klaus. Ich komm mir vor, bei meinem Videospiel. Klaus, das geht doch nicht, das Kopf ist dran. Er fliegt einfach aus dem aus. Er zieht ihn. Ich kann nur schöner werden. Mach doch den Tisch, den du ihn hattest. Wir machen eine ganz neue Ausbildung. Gucke. Gleich funktionieren meine Beine doch wieder! Ja! Ah! Lass die Rampe liegen, wir müssen wieder raus, Klaus. Dann. Ich kann sagen, wir müssen da gleich wieder raus. Du gehst barrierefrei sein. Hätte ich jetzt mal gemerkt. Ich hab eine Frage, okay? Nein! Nein! Oh, oh Gott! Warum sind wir hier? Erwartet ihr, dass ich mich umkehre? Nee, aber das ist schon so. Die fertig! Fertig? Maskulin, 200 Kilo Handelbank! Na, Süße? Schon mal so einen Körper gesehen? Nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Ich auch nicht. Ich bin froh, wenn ich meine Füße sehe. Ich sag doch, das Date ist nicht barrierefrei. Ich schaff das schon. Ich geh meinen Weg. Ha, ich roll meinen Weg. Du kannst bestimmt schlafen gerne, Herr Fischer. Nee, ich will ein bisschen im Regen stehen bleiben. Echt scheiße, wenn ich mir mal den Rollstuhl einmal klauen würde. Klaus. Wer tritt denn jetzt die Klaus weg, wenn sie nicht mehr da sind? Ich komm schon wieder raus. Ja, in 1260 Minuten. Ja. Dann sitze ich mal in meine Haft ab, ne? Ha, ha, sitzen. Das macht keinen Sinn mehr. Ich kann die Stadt nicht mehr schöner machen. Was will ich denn noch hier? Hey, OP. Hallo? Kannst du mir helfen? Kannst du mich tragen? Wie heißt du mit Vor- und Nachnamen? Nee, bleib mal draußen. Timmy. Timmy und mit Nachnamen? Timmy Tanner. Timmy Tanner, haben Sie 4 Minuten Ihres Lebens, um meinem alten Mann zu helfen? Na, wie können wir dir denn helfen? Indem Sie einfach hier stehen bleiben. Mein Leben auf dieser Insel hat ein Ende. Herr Tanner, meine Abholung ist da. Bring mich da mal hin. Danke, Herr Tanner. Sagen Sie den Wärtern, ich bin weg. Darüber werden wir uns noch unterhalten müssen.
musst lernen, dass du eine Welle gemacht hast. Ich habe mich auch wieder gemeldet. Und denkst du, Signora Gassi wird das gut finden, nur weil du dich meldest? Erst flüchtest du und jetzt kommst du wieder angekrochen wie ein kleiner Götter? Ich war doch nur bedeutungsloser Flücker. Du hast unsere Fahrzeuge genommen mit auf die Insel. Rüber. Denkst du, wir haben das nicht gesehen? Ich habe euch so viel Informationen über die Polizei und meinen Sohn gegeben. Du kleine Ratte. Du bist nicht besser als dein Sohn. Sagst du was nicht? Aber wir werden uns erstmal darum kümmern, dass du genug Essen und Trinken hast. Und dann fahre ich dich zu deinem neuen Arbeitsplatz, ja? Ja, Senor. Und machst du noch einmal eine Flucht. Dann das Letzte, was du sehen wirst, ist unsere Panther und unsere AK. Ja, wo, Senor? Das Blut eines Fischers ist in mir. Lass mich erstmal angucken. Vielleicht ist die Insel das, was ich brauche, um schöner zu werden in der Stadt. Wir wollen ja, dass du trotzdem gut arbeitest, hä? Jawohl, Senor! Irgendwann wirst du mir mein Auto bringen, weil ich es dir sage. Kleiner Latino, ihr habt das Virus hier wieder reingelassen. Ich werde mich streuen. Was muss ich denn für eine Arbeit machen für das Senora-Kartell? Oh, ich glaube, hier ist ein guter Platz zum Arbeiten. Hola! Euer, kannst du mit dem anderen Pentejo? Kannst du Munition für uns herstellen, ne? Jawohl, Senor. Das werde ich machen. Ich werde zwischendurch kommen und deine Arbeit prüfen. Machst du deine Arbeit falsch? Dann werden deine Beine nicht das Einzige sein, was du danach erstmal nicht mehr bewegen kannst. Ich mach, Senor, ich mach! Wie? Wenn du irgendwas brauchst, Essen, Trinken oder irgendeine Medizin. Jawohl. Dann sagst du Bescheid. Jawohl, Senor. Ja, gut. Ich wünsche eine schöne Nacht. Und pass auf die Bilder hier auf. Ja, Senor. Ich mach alles. Ich mach alles. Solange ich einfach nur leben kann. Das wird erstmal das letzte Bild von Hans sein, Chat.